Beim Kauf der U-Bahn Frankfurt von Just Trains erhält man zu der Strecke und den Zügen auch ein eigenständiges Programm namens Informator. Mit dem Informator lassen sich die originalgetreuen Ansagen der Frankfurter U-Bahn abspielen. Wie man den Informator bedient und was er alles kann, seht ihr jetzt. Wenn man sich das Add-on von Just Trains in den Railworks Ordner installiert hat, findet man unter dem Pfad Steam, Steam Apps, Common, Railworks, Just Trains, U-Bahn Frankfurt, Informator eine Anwendungsdatei mit dem Namen Informator. Eventuell wurde aber auch direkt eine Desktop-Verknüpfung erstellt. Wenn man nun die Informator-Exe öffnet, öffnet sich ein kleines farbenfrohes Fenster. Als erstes sollte man nun auf Off klicken, um weitere Funktionen zu aktivieren. Nach einem Klick auf den oberen weißen Balken muss man sich nun bis zur gewünschten Linie durchklicken. Ich will zum Beispiel heute mal in Frankfurt am Main mit der U-Bahn fahren. Und zwar auf der Linie U6. Wenn man sich doch noch anders entschieden hat, kann man über den Button C in die vorherige Auswahl springen. Nun müssen wir noch auswählen, von wo bis wo die Fahrt gehen soll. In unserem Fall vom Ostbahnhof bis zur Heerstraße. Ob man nun vom Ostbahnhof bis zur Heerstraße fahren will oder andersherum, kann man über die Buttons mit den römischen Ziffern 1 und 2 einstellen. Nun ist der Informator für die Fahrt auf der U6 vorbereitet. Die Ansagen lassen sich nun über den großen gelben Play-Button abspielen. Mit den blauen Buttons rechts und links vom Play-Button kann man die nächste oder die vorherige Station auswählen. Doch bevor man nun die Reise beginnt, sollte man sich schnell noch ein paar Tastaturbefehle für die Funktion des Informators auswählen. Dies tut man in dem kleinen Fenster, welches sich durch einen Klick in die rechte untere Ecke des Informatorfensters öffnet. Hier lassen sich nun Tastaturbefehle für die Fahrtrichtung und das Abspielen der Ansagen konfigurieren. Hierbei sollte man natürlich darauf achten, dass die Tasten nicht schon im Train Simulator belegt sind. Über den Lautstärkeregler kann man nun noch die Lautstärke anpassen. Die Fahrt kann losgehen. Doch nicht vergessen, nach jedem Halt die Tasten zum Abspielen der Ansage zu drücken. Denn im Simulator muss der Triebfahrzeugführer das leider noch selber machen. Zurück zur Straßenbahnlinie 14. Ausstieg in Fahrtrichtung links.